Könnt ihr mich jetzt gut hören? Klappt das jetzt? Wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei geblieben seid und entschuldige mich jetzt für die Verzögerung. Für all diejenigen, die gerade erst dazugekommen sind, öffnet bitte euren Discord-Channel unter dem Raum Steve. Da werden wir heute auch die einzelnen Schritte und Sachen zu Liberating Structures reinposten. Genau, und als sozusagen mein Rechner das letzte Mal abgestürzt ist, war ich gerade dabei, meinen Bildschirm zu teilen. So drückt mir jetzt ganz feste die Daumen, wenn ich das jetzt nochmal tue, dass das auch wirklich will und dass das nicht nochmal passiert. Genau. Also versuchen wir das nochmal neu und schauen wir mal, könnt ihr die Folie sehen? Gebt mir vielleicht kurz mal einen Daumen hoch. Ja, ich sehe den Daumen hoch. So, herzlich willkommen mit 5 Minuten Verzögerung zu 45 Minuten Wissen in Teams teilen mit Liberating Structures. Und wir machen das hier heute hybrid. Wie ihr seht, sitzen einige im Raum Steve und es sind auch einige online dabei. Wie ihr wisst, Liberating Structures ist etwas Interaktives. Das heißt, es wird heute auch interaktiv werden. Wir werden auch heute in kleinen Gruppen zusammenkommen und das auch gucken, wie das mit Hybrid geht. Dafür ist auch der Benedikt dankenswerterweise im Raum Steve heute und hilft aus, sozusagen vor Ort, dadurch, dass ich nicht vor Ort bin. Was ist heute auf dem Menü? Ich sage erst noch mal ein paar Worte zu Hybrid, dann ein kleiner Deep Dive, aber wirklich ein kleiner kurzer Deep Dive zu Liberating Structures. Dann machen wir Hybrid 1-3 alle. Das ist bei 1-2-4 alle sowieso die Grundstruktur zu Liberating Structures und macht ganz viel Sinn, wenn es um Wissensteilen geht. Und wir machen eine 15% Riff. Was das ist, falls jemand noch nie Liberating Structures gehört hat, keine Sorge, kommt gleich, kommt nachher. Aber vielleicht schauen wir erstmal rein, sozusagen, auf was Liberating Structures sind und was sie können im Wissensaustausch und im Wissensmanagement. Vielleicht noch zu mir. Ich heiße Nicole Helberich. Wer mich kennt und schon mal gesehen hat, ich bin das dritte Mal jetzt bei der LOSCON dabei und es ist immer wieder reichhaltig und macht immer wieder Spaß. Ich komme aus der Organisationsberatung. Ich arbeite mit selbstorganisierten Teams und ich habe auch noch mal ein paar Links auf die Präsentation gepackt, wenn ihr euch mit mir vernetzen wollt. Also, Wissen teilen in eurem Team, das ist heute das Thema. Und ich möchte euch diese drei Fragen mit auf den Weg geben, die wir heute im Laufe der 45 Minuten mal angucken können. Wie teilt ihr euer Wissen in eurem Team? Wie oft teilt ihr denn tatsächlich euer Wissen? Und wie viel Spaß macht es, wenn ihr euer Wissen miteinander teilt? Ist das zäh oder sind das irgendwie spannende, tolle Formate? Das sind so die drei Fragen, die ich so als Überfragen heute mal mit euch mit auf den Weg geben möchte und lade euch ein, die sowieso zu entdecken. Lasst uns mal ganz kurz gucken, was Liberating Structures sind. Und vielleicht könnt ihr das auch in den Discord mit reinschreiben, wenn ihr schon mal Liberating Structures benutzt habt, welche ihr benutzt habt, welche ihr praktisch findet, welche ihr gut findet und warum. Und vielleicht auch, wenn ihr das erste Mal da seid, was ihr gerne erfahren möchtet bei Liberating Structures. Stellt euch mal ein Arbeiten vor, in der das Wissen aller mobilisiert und einbezogen werden kann, in der Vertrauen aufgebaut wird und in der Kreativität gefördert wird, ganz aktiv. Und man auch das ganz alltäglich in kleinen Veränderungen, in kleinen Schritten machen kann. Also nicht einen riesengroßen Workshop, den man anlegen muss, sondern wie so mit kleinen Schritten, kleinen Mikrostrukturen, sagen wir in den Liberating Structures, Dinge in der Zusammenarbeit, im Wissensaustausch verändern können. Dazu möchte ich euch einladen. Vielleicht habt ihr dieses Bild hier schon mal gesehen und ich gehe auch gleich nochmal in den Discord rein, aber bei meiner Folienansicht kann ich das gerade nicht sehen und ich habe es nicht auf meinem Handy. Deswegen werde ich gleich das, was ihr gesagt habt, nochmal aufgreifen. Schaut mal hier, was Liberating Structures ist und was es sein kann. Also wir sprechen von 33 Mikrostrukturen. Was das alles im Detail ist, können wir gleich nochmal gucken. Und was ist es und was ist es nicht? Wenn ihr hier auf diesen Graph drauf guckt,
Ich habe gerade eine Präsentation. Das heißt, ihr findet mich links unten. Schaut mal, es ist eine Person, die spricht. Und es ist eine zentralisierte Kontrolle des Inhalts. Das heißt, ich spreche gerade, ihr hört zu. Das ist sozusagen mit die wenig interaktivste Variante, wie man Wissen miteinander austauschen kann. Dann habt ihr noch da unten den Statusbericht und die moderierte Diskussion. Da ist dann auch sozusagen die Kontrolle, die zentralisierte Kontrolle über den Inhalt. Wenn ihr dann sagt, oh, wir machen eine offene Diskussion oder ein Brainstorming, dann seid ihr hier links oben. Seht ihr den Quadranten da links oben? Da habt ihr natürlich eine verteilte Kontrolle des Inhalts. Aber wie ihr das so kennt bei Brainstorming, bei offenen Diskussionen, machen nicht immer alle mit. Ne? Es sind immer die gleichen drei Leute, die irgendwie mitmachen. Und wenn man jetzt Liberating Structures zur Hand nimmt, hat man hier die Möglichkeit, einfach viele Leute zu beteiligen oder besser gesagt alle Leute zu beteiligen und man hat eine verteilte Kontrolle. Was erlaubt das denn für euch, wenn ihr an Wissensaustausch in Teams denkt, wenn sowas möglich ist? Was macht das denn? Was verändert das denn, wenn ihr wieso alle was reinbringen könnt an Wissen, an Erfahrung? Was verändert das für das Projekt? Was verändert das für das Zusammenarbeiten für euch? Das könnt ihr auch mal vielleicht in den Discord reinschreiben. Das heißt, warum brauchen wir überhaupt Liberating Structures und was macht das mit dem Wissensaustausch? Wenn ich sozusagen in einer komplexen Situation bin und wenn ich Sachen testen muss, ausprobieren muss, es gibt keine klare Antwort, ich habe irgendwie Herausforderungen, die ich angehen möchte, dann kann ich natürlich, wenn ich zum Beispiel Liberating Structures benutze, alle einbeziehen, Schritt für Schritt im Sense-Making, im Testen, im Ausprobieren und kann ein großes, komplexes Problem wie so in kleine Häppchen verteilen und das sind die einzelnen Strukturen der Liberating Structures, aneinanderreihen und kann dann sozusagen möglichst viele Leute bei der bei Wissensteilen und bei der Ideengenerierung einbinden. Was brauche ich denn für Liberating Structures? Ich brauche ein Thema, das heißt, ich kann auch einfach nur eine Struktur machen. Das machen wir gleich, gucken wir an, die 1, 3 alle. Hier geht es um Wissen in Teams teilen mit Liberating Structures. Das heißt, wenn ihr es anwenden wollt, überlegt euch, was ist euer Thema. Dann, wie wollt ihr die Leute einladen? Das heißt, eine klare Fragestellung, eine klare Herausforderung, ein klarer Satz sozusagen als Einladung. Und ich muss irgendwie mir eine Struktur aussuchen. Das zeige ich euch gleich, wie das geht. Und wenn ich sie aneinanderreihe, wovon ich eben schon gesprochen habe, dann kann es ein String sein. Wer von euch hat denn schon mal hier dieses Übersichtsformat von den 33 Strukturen gesehen? Sagt mir mal Bescheid, so mit Daumen hoch oder mit einer Meldung oder so. Wer hat das denn schon mal gesehen? Schon einige, super klasse. Also die Strukturen, die sind auch online zugänglich. Ihr könnt euch die wie so rauspicken und rausgucken und austesten gucken, wie das funktionieren kann. Und wir machen das hier halt heute im hybriden Setting, wo man noch mal mehr ein paar Dinge wie so beachten muss. Genau. Ich gehe mal hier einmal aus der Präsentation raus und stoppe mal das Teilen und gucke mal hier in den Discord rein, was ihr währenddessen geschrieben habt. Ja, genau. 1, 2, 4, alle finde ich super. So bekommt man viel mit richtig. Genau. Ich mag Impromptu Networking. Ja, das ist auch toll. Verbindung durch Beteiligung. Alle stimmen. Das ist wichtig. Genau. Volles Potenzial ausschöpfen. Vielen Dank fürs Teilen. Alles gleichberechtigt und engagiert. Ja, das sind genau die Dinge, die da dann passieren. Genau. Und wir wollen jetzt hier heute was ausprobieren, was wie so ein bisschen ein komplizierteres Setting ist mit euch. Natürlich, ne, wenn ihr Fragen noch später habt, wir werden am Ende auf alle Fälle noch Zeit haben für ein bisschen Q&A. Ich würde sagen, wir kommen erstmal ins Tun. Ich lade euch mal ein, ins Tun zu kommen. Und was ich jetzt mache, ich werde Stück für Stück im Discord-Channel die Sachen rein posten. Mal gucken, ob das irgendwie gut funktioniert, hier aus dem Excel raus.
und lade euch zu Folgendem ein. Die Frage ist, wie teilt ihr euer Wissen im Team und legt es offen? Das ist die Frage, die, zu der ich euch einladen möchte. Und diese wollen wir in einer Struktur austesten, die heißt 1-3 alle. Das ist eine Struktur, die aus dem 1-2-4 alle kommt. Warum machen wir hier heute 1-3 alle? Wenn ihr mit MS Teams arbeitet, ist 1-2-4 alle etwas kompliziert mit den Breakout-Räumen. Deswegen machen wir heute hier 1-3 alle. Das ist nämlich leichter, das zuzuordnen. Und wir machen Folgendes. Es sind ja einige Leute im Raum vor Ort und es sind einige Leute sozusagen online mit dabei. Und ich erkläre erstmal die Struktur und dann erkläre ich euch, wie wir das Hybrid zusammen gut meistern können und machen können. Also, die Einladung ist, wie teilt ihr euer Wissen im Team und legt es offen? Alle Leute, die vor Ort sind, das heißt, die im Raum Steve sind, die werden jetzt gleich, bitte noch nicht, sondern wenn es losgeht, gleich einmal sich aus dem MS Teams auslocken, aber bitte im Discord bleiben, okay? Und später wieder in MS Teams reinkommen. Das heißt, alle, die vor Ort sind, werden vor Ort die Köpfe zusammenstecken. Alle, die hybrid sind, werden hybrid in MS Teams Breakout-Räumen die Köpfe zusammenstecken. Und zwar in Gruppen von dreien. Mhm. Und wenn wir jetzt 1-3 alle haben, dann haben wir ja eine Iteration. Das heißt, ich überlege mir erstmal alleine diese Frage, dann überlege ich sie mir zu dritt. Und wenn zu dritt fertig ist, kommen wir alle wieder hier zusammen in MS Teams und teilen das alle hier im MS Teams. Das ist die Iteration, zu der ich euch einlade. Der Benedikt, der wird mir vor Ort helfen. Und zwar, der wird sozusagen euch in die Breakout-Räume in MS Teams einteilen, für alle, die online sind. Und da würde ich den Benedikt bitten, das nach dem zu machen, nachdem alle im Raum losgegangen sind, sozusagen. Und die Minutenzahl, ich rede jetzt mal laut zu meinem Co-Moderator, sind 6 Minuten im Breakout-Raum zu dritt. Alle, die im Raum Steve vor Ort sind, schreiben sich die Frage auf oder haben sie im Discord mit dabei und nehmen ihr Handy mit. Ihr könnt im Raum bleiben oder ihr könnt kurz rausgehen zu dritt und stellt euch den Timer, die Timebox auf dem Handy auf 6 Minuten. Das Ganze funktioniert in MS Teams natürlich über die Raumzeit, die man einstellen kann für die 6 Minuten. Gibt es Fragen dazu, wie wir das jetzt machen? Hat noch jemand eine Frage? Macht einfach das Mikro auf und fragt, wenn es noch eine Frage gibt. Wer hat noch eine Frage dazu, wie wir das jetzt machen? Alles klar? Oder gibt es noch eine Frage? Ich habe noch eine kurze Frage. Und zwar, wie lange wir die Zeit haben für uns allein, also für uns alleine. Genau, vielen Dank für die Frage. Ihr macht Folgendes. Ihr geht jetzt in Dreiergruppen zusammen und bevor ihr zu dritt anfangt zu reden, nehmt euch bitte eine Minute und überlegt über diese Frage alleine nach. Und dann fangt ihr los und macht 5 Minuten oder 6 Minuten höchstens in der Gruppe zusammen. Und dann kommt ihr wieder zurück in den Raum Steve oder halt hier in den Hauptraum von MS Teams. Genau, und alle, die jetzt im Raum sind, alle, die jetzt im Rechner angemeldet sind, jetzt einmal aus der Teams-Besprechung raus, dann sehe ich nämlich, wie viele tatsächlich online sind, damit ich die entsprechend zuweisen kann. Und sobald wir danach in 5 Minuten, 6 Minuten wieder zurückkommen, dann wieder in die Teams-Besprechung nochmal einwählen. Genau. Genau, und der Stefan hatte noch eine Frage. Ich habe die Anleitung in den Discord-Chat gepostet. Das heißt, die Frage ist, wie teilt ihr euer Wissen im Team und legt es offen? Das ist die Frage. Das ist die Einladung dafür. Ja? Super. Das heißt, alle im Raum Steve, bitte selbst organisiert euch und geht zu dritt zusammen. Und bevor ihr das zu dritt zusammen macht, geht einmal aus MS Teams raus.
und kommt bitte nach den 6 Minuten wieder rein. Timeboxing nicht vergessen. Und alle anderen im MS-Teams, die da sind, ihr werdet jetzt gleich in Dreiergruppen von den Benedikts in den Ringraum getan. Und dann gibt es den Austausch. Ihr seht, Hybrid ist etwas ruckeliger und es ist sehr laut. Genau, Hybrid ist etwas ruckeliger als sozusagen, wenn man das nur online machen würde oder nur vor Ort machen würde. Und wenn ihr das nachmachen wollt, immer ein bisschen Zeit einplanen für die Ankündigung. Aber es erlaubt natürlich dann auch noch mal mehr interaktiven Austausch, als die ganze Zeit frontal zu bleiben. Genau. Ich kann sehen, der Benedikt ist ganz konzentriert an seinem Laptop. Der ist wahrscheinlich gerade dabei, euch und ihr seid, lasst mal schauen, wie viel ihr seid, im Moment in dem Raum, ich glaube, es waren 40, das heißt, er ordnet gerade 40 Leute zu. Hier der Tipp, wenn ihr das macht, wenn ihr das ausprobieren wollt, einfach am besten immer eine Person, die das Meeting kreiert, die ist dann auch der Host von dem Breakout-Link und die kann dann auch die Breakout-Räume einrichten. Das heißt, immer die Person, die das Meeting einrichtet, darf dann auch die Breakouts einrichten. Das ist bei MS Teams anders als bei Zoom. Okay, das ist wichtig zu beachten, wenn ihr das machen wollt. Der Benedikt, der ordnet euch gleich zu und dann sozusagen kommt ihr dann gleich auch wieder in den Hauptraum zurück. Genau. Ich gucke mal auf den Benedikt, der ist noch am Arbeiten. Gibt es, bevor sozusagen er euch dann zugeteilt hat, noch eine Frage, die ihr stellen wollt oder noch eine Sache, bevor es losgeht in den Austausch? Wahrscheinlich gibt er mir dann auch gleich ein Zeichen irgendwie, wenn er fertig ist. Er scheint hier noch am Basteln zu sein. Das ist auch was sozusagen bei MS Teams, wenn man selbst das Meeting hostet, ist es immer gut, dass man wieso sich die Arbeit da teilt, dass man nicht gleichzeitig spricht und die Breakouts macht. Geht auch, aber ist viel, viel öselige Arbeit sozusagen. Genau. Ich schaue mal auf den Benedikt. Wie sieht's aus, Benedikt? Ich kann dich leider nicht hören, weil du stumm geschaltet hast. Super, vielen herzlichen Dank. Das heißt, er sagt, es geht in 2 Sekunden los. Genau. Das heißt, vielen Dank für eure Geduld. Wie ihr seht, Hybrid ist immer so ein bisschen... länger verbunden mit Zeit und Einteilung und er schickt euch los in die
das war ja so wieder. Hallihallo. Wir sind wieder in dem Raum gefördert worden und es ist sehr laut. Darf ich alle im Raumstil bitten, zu Ende zu kommen? Ich sehe jetzt auch gerade den Raumstil noch nicht. Benedikt, vielleicht könntest du mir dabei helfen, dass ich den auch sehen kann. Und vielleicht machen wir das mit dem Fuchs, wie gestern, wie wir das an der Hauptstage auch gemacht haben. Vielleicht alle heben mal sozusagen die Hand mit dem Fuchs und kommen wieder zurück aus der Diskussion. Ich kann mir vorstellen, da ist einiges entstanden. Und hier nochmal eine Nachricht an den Benedikt. Ich kann den Hauptraum noch nicht sehen. Und ich würde jetzt alle im Hauptraum Steve wieder bitten, den Link zu nehmen und wieder zurück ins MS Teams zu kommen. Das heißt, kommt mal Stück für Stück wieder hier ins MS Teams rein. Und alle aus dem Raum Steve, bitte einmal die Hand heben und zur Ruhe kommen. Es ist sehr, sehr laut. Benedikt, vielleicht könntest du mir dabei helfen. Das wäre total super, dass wir jetzt zum nächsten Schritt kommen können. Also alle in Raum Steve, die ich auch gerade noch gar nicht sehen kann auf dem Hauptbildschirm. Jetzt ist sie zumindest auf leise geschaltet. Also alle im Raum Steve, bitte einmal die Hand heben und zur Ruhe kommen. Wunderbar, macht mal den Fuchs. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. So, hier gibt es schon ganz viele Learnings, die wir gemacht haben. Und alleine aus dieser Iteration. Jetzt sind wir aber noch nicht beim Debrief, sondern wir sind noch beim Alle. Das heißt, wir wollen jetzt über den Discord. Ich höre eine Rückkopplung. Das heißt, wir sind jetzt beim Alle und das machen wir über den Discord. Und ich würde euch bitten, genau zu der Frage, zu der ihr euch gerade alleine Gedanken gemacht habt und die ihr alleine zu dritt beantwortet habt, jetzt im Discord mit mir zu teilen. Ich habe die Frage auch gerade nochmal reingepackt und mit allen zu teilen. Wie teilt ihr euer Wissen im Team und legt das offen? Also all das, was ihr jetzt an eigenen Erkenntnissen habt oder an Erkenntnissen gewonnen habt, dadurch, dass ihr zu dritt miteinander gesprochen habt, teilt das mal mit uns im Discord und lasst uns das so machen, dass wenn ihr fertig getippt habt, dass ihr noch nicht abschickt, sondern dass ihr mir mal eure Hände zeigt. Und wenn ihr fertig getippt habt, zeigt ihr mir eure Hände und dann machen wir einen kleinen Countdown zusammen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, auch wenn sozusagen ich im Raum Steve nicht alle mit den Händen sehe. Das ist nochmal ein zusätzlicher Channel und auch nicht alle die Kamera anhaben im MS Teams. Zeigt mir mal eure Hände, wenn ihr fertig getippt habt. Auf die Plätze, fertig, da sind noch Leute am Tippen. Ich glaube, hier, ich sehe noch jemanden am Tippen. Lasst uns noch eine Sekunde warten. Und jetzt kommt die Group Pressure. Go, 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 go. Zeigt mir eure Hände. Ich mache den Countdown. 3, 2, 1, abschicken. So. Dann schaut mal rein in den Discord. Lean Coffee, MS Teams Kanal, Wissen teilen, Weekly Sync, Lunch and Learn, Watch Party, Wissenstransfer, Open X Day. Oh, da gibt es ganz viele tolle Ideen. Meetings, Dokumente, Share Your Knowledge, monatliches Forum. Da ist ganz viel Reichhaltiges drin. Wunderbar. Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, dann würden wir wie so iterativ vorgehen und würden uns die Sachen rauspicken, würden tiefer reingehen, würden noch eine andere Liberating Structure dort da anfügen. Das können wir hier heute nicht machen. Aber wir haben ja hier jetzt ganz kurz diese 1-3 alle und auch sehr ruckelig im Hybriden miteinander getestet.
Und ich würde euch bitten, dass wir da zusammen einen sogenannten Debrief machen. Ein Debrief ist sozusagen, wir zoomen einmal raus aus dem Inhaltlichen und gucken uns an, was hat denn diese Struktur 1, 3, alle ermöglicht? Und was hat sie vielleicht auch verhindert? Und vielleicht fangen wir erstmal an, was hat die Struktur ermöglicht? Was hat es euch jetzt ermöglicht, innerhalb von etwa 10 bis 12 Minuten das zu machen? Ich habe die Frage in den Discord reingepackt und tippt einfach mal in den Discord rein oder macht das Mikro auf. Was hat sie ermöglicht? Ihr könnt entweder tippend teilen oder das Mikro aufmachen. Bitte nicht melden, sondern einfach direkt das Mikro aufmachen. Wir machen das jetzt wirklich ganz interaktiv. Bitte einfach loslegen. Wer möchte okay, was sagen? Okay, dann kann ich mal anfangen. Ja. Ich fand es cool, dass wir noch ein bisschen Zeit hatten, denn wir haben erstmal die Strukturen abgefragt, also wie macht man das mit dem Teilen und dann aber zu sagen, und wie ist es denn konkret? Ne? Und da fand ich, ab da wurde es dann für mich auch spannend, ne? So, wenn man dann in die Diskussion kommt über, wie funktioniert es und wo hängt es vielleicht noch und was taucht auf, wenn man das so macht. Vielen Dank fürs Teilen. Mag noch jemand was sagen? Ich würde noch eine Wortmeldung einsammeln. Also wir waren zu zweit im Team und wir haben uns quasi mit den technischen Gegebenheiten erstmal beruckeln müssen. Das hat von den 6 Minuten ganz schön viel Zeit gefressen, bevor wir uns da geruckelt haben. Und die Erkenntnis war letztendlich, wir machen es ähnlich, wir beide, die wir in der Gruppe waren. Nur wir nutzen es per Mail und Susanne hat es als Teams-Channel benutzt. Also im Sinne von ein kurzer Austausch auf Augenhöhe, so wie es hier jemand im Discord geschrieben hat, war tatsächlich möglich. Und jetzt finde ich es genial, alle anderen Lösungen zu lesen und für mich das Beste rauszupicken. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank fürs Teilen. Was hat es denn verhindert? Also sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Was hat es denn verhindert, was wir da jetzt hier gerade gemacht haben? Teilt das nochmal mit euch im Chat, im Discord-Chat. Was hat das denn verhindert? Hier bitte jetzt einmal nur teilen im Discord-Chat. Genau, detaillierte Nachfrage. Ja. Eingepasst, ja, genau. Das ist genau. Ja. Was man dem dann gut anfügen kann, ist noch eine andere Liberating Structure, um dann tiefer zu gehen. Das war wie so ein Auftakt. Ja. Und sozusagen, was es verhindert hat, es sind nicht alle in die Räume, in die MS Teams Räume reingekommen. Wenn ich das selbst steuern kann als Host, dann kann ich sozusagen sehen, wo es hakt und wo jemand nicht reinkommt. Das heißt, es ist immer gut, irgendwie wie so sich darauf einzuspielen, dass man auch wirklich weiß, dass man selbst dann auch die Räume einteilen kann. Das durfte ich jetzt hier nicht sozusagen. Das dürfte ich sonst sagen. Wenn ich das sonst ausrichte, seid sozusagen der Technik dann auch eigene Frau und eigener Mann. Genau. Ja, wunderbar. Wo würdet ihr es denn einsetzen? Wo würdet ihr denn diese kleine Struktur 1, 3, alle einsetzen? Das könnt ihr auch im Discord einmal teilen oder macht das Mikro auf, direkt aufmachen, nicht melden, einfach direkt sagen. Wo würdet ihr die Struktur einsetzen? Wer hat Lust, was auf der Tonspur zu sagen dazu? Dann macht einfach das Mikro auf. Als Check-in für Workshops, ja, Team-Meetings, dort, wo schnell Timeboxing-Ideen von allen gesammelt werden sollen, ja, Brainstorming, richtig, genau, das macht Spaß dabei. Initiale Themen in hybriden Teams, definitiv. Get to know each other, absolut. Warm-up für große Meetings, genau. Welche Ideen kommen euch noch? Wie würdet ihr es dann hybrid einsetzen?
Als Einstieg ins Thema, ja, kleinere Themen mit weniger Komplexität, definitiv, ja. Die Gruppen online und on-site mischen, ja, definitiv. Das ist nochmal ein technischer, also nochmal ein Level höher. Das können wir vielleicht nachher nochmal im Endgespräch miteinander drüber nachdenken, in den letzten Minuten. Genau. Ja, besonders wenn man mischen will. Ja, also wer Zoom benutzen darf, es ist einfacher mit Zoom. Das, was wir hier gemacht haben mit MS Teams, ist sehr frickelig. Okay, generell. Wer kein Zoom benutzen darf, es gibt viele Leute, die kein Zoom benutzen dürfen, empfehle ich sozusagen die ideale Weise als Host, der die Technik macht und der auch gleichzeitig den Inhalt geplant hat, vor Ort zu sein. Und ich war jetzt nicht vor Ort, ne? Also das ist nochmal ein Tipp. Und dann sozusagen wie so vor Ort zwei Leute zu haben, eine Person, die die Räume macht, eine Person, die die Moderation macht, ist leichter als das vom Online raus zu steuern. Das war sozusagen nochmal ein schwierigerer Schritt dazu. Wunderbar. Also, wir haben jetzt ganz viel gesammelt, was Wissen im Team generieren könnte und wie ihr das teilen könntet. Und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, wäre das natürlich nach dem Auftakt sozusagen, würde man noch weitergehen und weitere Strukturen dafür gehen. Ich habe jetzt hier noch eine kleine weitere Struktur mitgebracht, die wir austesten können und die es sich auch gut erlaubt, in einem hybriden Setting zu machen. Und zwar, und ich poste das jetzt nochmal in den Discord-Channel rein, es ist die 15% Riff. Und was heißt Riff? Riff heißt eine Anpassung, das ist nicht die Vollstruktur. Und wer das nachlesen will, ich teile nachher auch gleich nochmal die PowerPoint-Präsentation im Chat und dann könnt ihr da reingucken, was die Vollversion ist. Wir machen jetzt hier eine Kurzversion und zwar einmal für euch alleine. Denkt mal da kurz drüber nach und schreibt eure Antwort in den Chat rein zu folgender Frage. Was sind deine 15%? Was kannst du tun, ohne nach zusätzlichen Ressourcen oder Erlaubnis fragen zu müssen in Bezug zu dem Thema, was ihr heute hier mitgenommen habt und was ihr austesten wollt? Also sozusagen, was wollt ihr austesten, wenn ihr hier rausgeht, um besser euer Wissen miteinander zu teilen? Das ist die Frage. Und überlegt mal und schreibt das direkt in den Chat. Was habt ihr mitgenommen, was ihr gleich in eurem Team austesten wollt? Genaue Frage stellen, bevor ich Leute einlage. Definitiv. 5 bis 10 Minuten Learning Nuggets im Weekly. Häufiger Wissen teilen, bei dem ich davon ausgehe, dass es bereits alle wissen. Ja, direkt im nächsten Team-Meeting als Check-in einsetzen. Absolut. Wissen teilen über Channel in Teams. Aktive Teilnahme an bestehenden Formaten. Online-Team-Meeting mal die 1-2-4-Methode ausprobieren. Ja. Wenn ihr 1, 2, 4 alle macht über MS Teams, dann übt vorher ein bisschen mit den Breakouts. Das ist ziemlich viel Zuordnung. Ich empfehle euch, 1, 3 alle zu machen, anstatt 1, 2, 4 alle. 1, 3 alle hat sich jetzt über die Pandemie herausgebildet, dass man das eher online besser machen kann und hybrid. Einfach anfangen, ja. Sehr cool. Klasse. Wunderbar. Sehr schön. Da würde ich einmal ganz kurz nochmal den Foliensatz aufmachen und euch sagen, wenn ihr mehr davon haben wollt, von Liberating Structures, wo kann das herkommen und wie kann das sein? Ich teile dazu nochmal einmal kurz meine Folien. Ich habe hier in die Folie mehr reingeschrieben, da gehe ich jetzt nicht durch, die teile ich mit euch einfach, dann könnt ihr sie haben. Es gibt Bücher zum Lesen, ich empfehle euch aber, kommt ins Tun bei Liberating Structures und auch insbesondere online oder hybrid, das einfach auszutesten. Es gibt eine App, die könnt ihr runterladen und da könnt ihr schauen, ich will etwas teilen oder verbreiten, was kann ich damit machen, der Matchmaker. Ne? Es gibt, ich will was planen, welche Strukturen kann ich da nehmen. Das kann ich euch nur empfehlen, ladet euch die App runter. Ich habe hier die Links drauf gemacht und auch auf den Seiten die einzelnen Strukturen. Und das ist ein guter Weg anzufangen. Wir sind eine große Community of Practice.
Wir sind über 9500 Leute in einem Slack-Channel plus noch in allen anderen Orten. Und es gibt eine User Group, die nur online ist, die heißt Liberating Structures Go Online. Die haben wir vor fast 3 Jahren gegründet. Kommt vorbei, ihr seid herzlich eingeladen. Auf der Meetup-Seite gibt es da einen Link und da kommt vorbei und testet immer gleich 3 Strukturen aus, die ihr mitnehmen könnt und in euer Team nehmen könnt. Wenn ihr mehr wollt, es gibt auch Immersion-Workshops oder Spezial-Workshops, darauf gehe ich jetzt nicht nochmal näher ein, da könnt ihr einfach nochmal Bescheid sagen. Es gibt auch einen Slack, das funktioniert so wie die Community, auch die Corporate Learning Community zum Beispiel. Ich biete Hilfe an und ich bekomme Hilfe, sehr schöner Ort, um aktiv zu werden. Und kommt einfach mal im Meetup vorbei und testet das mal aus in der User Group. Gibt es noch Fragen, die ihr habt, dann öffnet bitte jetzt das Mikro und stellt die Fragen oder schreibt sie in Discord rein. Genau, ich sehe, wir haben noch eine Minute und wir wollen natürlich nicht überziehen, aber wer noch einen Moment länger bleiben möchte, ich bedanke mich erstmal. Vielen herzlichen Dank. Und wer hat Fragen? Wer möchte noch was zur Tech wissen, zum Hybriden wissen, was auch immer, zu Liberating Structures wissen? Öffnet einfach das Mikro und stellt die Frage oder schreibt sie in den Discord rein. Ich habe noch eine Frage. Ja, sehr gerne. Und zwar, gibt es da, also wie ist es von der Verteilung her an Methoden? Gibt es da auch welche, die funktionieren, wenn die Menschen keinen PC-Zugang haben? Oder wie ist es? Ja, ist es. Welches Setting möchtest du haben? Hast du Leute dann trotzdem mit dem Handy oder bist du offline? Offline. Genau, also man kann diese Strukturen, die kommen ursprünglich aus dem Offline. Das heißt, alle Originalstrukturen sind auch auf der Webseite beschrieben aus dem Offline. Was du brauchst, ist, du brauchst lose Bestuhlung. Das macht mehr Spaß als feste Bestuhlung. Ich habe das aber auch schon in der Elbphilharmonie mit 200 Leuten mit fester Bestuhlung gemacht. Funktioniert auch, muss man dann ein bisschen anpassen. So. Genau, also geht auch offline und steht in den Beschreibungen jeweils drin. Okay, cool, danke. Welche Fragen habt ihr noch? Einfach losfragen. Dann vielleicht noch eine Frage an euch. Konntet ihr das PDF, das ich euch da reingepackt habe, in den Discord-Chat runterladen? Das sind nämlich ist der Foliensatz mit all den Infos drin und auch den Strukturen, die wir gemacht haben. Hat das funktioniert? Vielleicht kann mir jemand mal Bescheid sagen. Ich hab ihn noch gar nicht gefunden. Ich habe ihn auch noch nicht gefunden. Aha, ich habe den in Steve reingepackt und hoch im Discord Steve sozusagen reingeladen und hochgeladen. Ist das da angekommen? Du hast irgendwas mit 1, 3 alle gemacht. Das ist ein weißes Dokument bei mir, aber ein PDF habe ich nicht gefunden. Aha, das hat nicht geklappt. Vielleicht habe ich das Recht gar nicht, das da hochzuladen. Das weiß ich jetzt nicht von der Technikseite her aus. Ich habe einfach ganz normal, ich probiere es nochmal neu. Ist es, ja, jetzt müsste es rausgekommen sein. Jawohl, wenn man nicht auf Enter drückt, sehr schöner Anfänger-Innenfehler. Gut, jetzt müsste es bei euch angekommen sein. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich. Kommt bei uns in der Usergruppe vorbei, testet es aus und auch wenn ihr noch zu hybriden Fragen habt oder Ideen habt, ihr habt gesehen, es ist sehr ruckelig. Man kann es auch weniger ruckelig machen. Ich habe ein paar Tipps along the way gegeben, wie es weniger ruckelig geht. Aber nichtsdestotrotz, man muss einfach mehr Zeit mitbringen und ein bisschen mehr Geduld und vor allen Dingen es einfach öfter machen und nicht schon gleich beim ersten Mal denken, oh, will nicht. Geht nicht. Genau. Das wäre mein Credo. Wunderbar. Der Stefan hat schon angekündigt, gleich im Raum Steve, Expert Debriefing für den Wissenstransfer bei der Autobahn. Wunderbar. Das heißt, wer bleiben möchte, bleibt genau hier. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich und wenn ihr Lust habt, lasst uns vernetzen, auch über LinkedIn oder irgendwie anders. Ich freue mich, im Austausch mit euch zu bleiben. Danke.